Was? Hä? Das frage ich auch gerade. Okay, Was? gut. Ja, ist ja ein Jubiläumsstream hier, God of Empire, ne? Wir feiern Ja, in mein 3 Jahre, Gaius. Merowinger, grüß dich, hallo, Mensch, lauter neue Namen hier teilweise. Freut mich, freut mich, freut mich. Merowinger sagt mir aber irgendwie was. Den hatte ich, Ja. der war schon mal dabei, wo ich auch dabei war. Echt? Das Ja, heißt, sehr gut. Merowinger sagt Oder mir was. Namen, die Also ich vielleicht noch auch. nicht so oft seit Jahren gehört habe. Da können wir heute übrigens auch mal ein bisschen drüber reden, über die. Oh, okay, wenn ich es ganz korrekt nehmen würde, dann Ich war kann mein mein Team aller. jetzt auch mal. Es ist einfach nur für mich. Es Ja, ist klar. vollkommen egal, ob da jemand zusieht. Ja. Du Video oder Videos weißt vorher eh. werden ein bisschen, aber egal. Hallo Rondom, grüß Marco Burgstaller ist jetzt auch am Start, das ist Schnitzelmann. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt, oder? Ich habe auch erst gestreamt, bevor ich wieder angefangen habe, nach Corona, also mit Ah, mein Corona. Stream lädt nicht. Okay. Ja, gut, jetzt hast du Erik zieht uns gestartet. als nette Community vor, das freut mich. Und Schutzpatron schreibt, seit Gore bin ich auch dabei. Ancient Rome, ja, oh, Ancient Rome war ein super, super Projekt, hat mir so viel Spaß gemacht mit Massilia. Björn Seeheim hast du geschaut und EO4 mit Corny, sehr schön. Seit den letzten 1,5 Jahren ist Schutzpatron dabei. Freut mich. Ja, vielleicht können wir da immer mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Nur während des Matches muss ich mich halt ein bisschen konzentrieren, vor allem jetzt in diesem Match. Leute, das wird richtig hart, ne? Also, das sind Okay. nicht zu unterschätzende Gegner hier gerade. Gegen was spielen wir denn? Gegen einen 23er Leutnant. Ach so, gerade eben. Ach, das machen wir ja locker. Ja, ich merke schon. Das machen wir alles locker, ne? Ja, also ich wäre mehr Corny hier, also. Richtig, also. Ja, der wird das alles hier reißen. Ja, ich reiß das hier. Locker. Aber ich bin jetzt hier voller Adrenalin. Ich hau jetzt hier alles weg heute. Ja, geil. Daran werde ich dich erinnern, wenn die Runde vorbei ist, ja? Ja, wahrscheinlich mache ich jetzt gleich voll die richtig schlimmen Fehler, aber kriegen wir alles hin. Was haben wir jetzt hier? 50 Holz, die werde ich mir holen als Brite. Zack. Ich bin heute voller Motivation dabei, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr freut euch dran. Ich hoffe übrigens auch, dass der Sound passt. Wenn nicht, schreibt das bitte dazu, wenn irgendwas nicht passt. Boah, leck. Echt? Hast du ein Gott. Hex? Ja, ich hab ja bei mir selber drin, ja. Also macht euch mal keine Sorgen, wenn ich Lex habe, liegt es nicht an euch. Ja, dann liegt's an dir. Super. Spiele, Richtig. also Soundlags oder meinst du in deinem Video oder was? Nein, ich streame ja von meinem Gaming-Rechner auf meinen Streaming-Rechner das Spiel rüber über WLAN und streame gleichzeitig via Okay. WLAN. Es hat Ah, hallo vollends gut Dennis, grüß funktioniert, dich. aber. So, ich brauche jetzt tatsächlich, glaube ich, kurz noch ein bisschen Holz. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Gehen wir mal schnell auf Holz. Weil dann kann ich direkt noch ein Haus bauen. Also, oder noch ein Holzschatz wäre auch nicht schlecht. Sind hier irgendwo noch Holzschätze? Nee, Nee. Nahrungsschatz. Nee, Gold. Schade, Holzschatz wäre cool gewesen. Erik schreibt, ich komme vom Pilofass, habe seine Videos gesehen. Ich kann gleich weiterlesen, kleinen Moment. Mit Pilofass fängt es bei vielen immer an. Nicht wahr, André? Nee, ich habe nicht mit Pilofass angefangen. Nee, nicht weh mit ihm, aber ich weiß noch, dass wir beide angefangen haben, Turniere zu machen und sowas. So. Irgendwie genau zum selben Zeitraum. Was war das? Januar 2014 oder 13? Boah, Alter. Der 16, 15 war das da wohl eher. Nein, ich habe 2012 angefangen im Dezember. Wir haben gleichzeitig angefangen. Oh, hier unten ist ein Schatz. Oh, nee. Hier Verehrte hast Kälber. dein Holzschatz. Wo? Ping mal. Habe ich dir gepinkt? Ping ich dir nochmal? Hä? Ich sehe nichts, dass du was pingst. Ich sehe es auch nicht. Welche Farbe bist du? Moment. Oh, lol! Bin ich im Hä? Du Gegnerteam? bist nicht in Team 1 gegangen! Ich hab's dir zweimal gesagt! Wir sind im Gegnerteam! Oh mein Gott! Okay, egal, egal, egal. Okay, Ja, das bitte, war jetzt ne? Fail. Warte mal, wie können wir kurz Pause machen? F7, oder? Ist doch Ja, egal, da gehe genau. ich jetzt mal kurz auf den Desktop und gehe da mal kurz in einen anderen Channel. Dann haben wir Ja, direkt einen das. Ich wollte gerade Versus. sagen, ich hätte dich. Nee, warte, ich move dich kurz. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Mach ich auch nicht. Ich wundere mich, wir reden hier schon die ganze Zeit und du suchst mir meinen Holzschatz und du pingst da fleißig. Kleinen Moment, liebe Zuschauer. Okay, ja, aber dann viel Spaß. Das wird sicher ein interessantes Video. Lustig. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann werde ich jetzt mal sehen, wie wir jetzt hier weitermachen. Also, God of War, mein einziger Zuschauer, du kannst jetzt beide Seiten sehen, wusste ich. Ich find's auf jeden Fall amüsant. Okay. Wie hast? Nö, 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 nö. So, dann versuche ich jetzt auf jeden Fall. Aha. Also es wird.
müssen wir mal schauen. Der Vorteil von denen ist natürlich, dass sie sich absprechen können. Im Gegensatz zu uns. Aber das sollte doch noch irgendwie machbar sein. Ich überlege gerade, ja doch, ich gehe doch wieder da nochmal hin. Versuche die Herde jetzt nach hier weiterhin zu treiben. Um... das näher an meinem Halbquartier zu haben. Aber ich werde da gleich auf jeden Fall das Blockhaus errichten. War schon echt amüsant, dass das jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Gerade total seltsam vom Gefühl her. So, was machen wir denn noch? Der baut hier den Marktplatz. Ist klar. Ich glaube nicht, dass ich den Schatz bekommen kann. Ich hatte ihn echt schon... So, dann holen wir den, wenn du den brauchst. Das kriegen wir schon hin. Jetzt warte ich ganz kurz, bis ich die 50 Nahrung habe. Um da weiter voranzukommen. Oh, Grüße. Ah, Swati. Hallo. Grüße gehen auch an dich raus. Und Darknark auch, hallo. So, dann gehen wir mal ins nächste Zeitalter. Wurde ja alles hier mehr unabsichtlich aufgeteilt. Aber das habt ihr ja schon mit im Video mitbekommen. So, jetzt müssen wir mal hingehen und schon mal ein bisschen Holz vorsorgen, dass ich da gleich vernünftig tecken kann. Beziehungsweise mir mein Blockhaus vorne setzen kann. Kolonialzeitalter, Kolonialzeitalter. Dann schauen wir mal, was da jetzt abgeht. Ja, bei mir ist auf jeden Fall alles fit. Also, ich habe gerade Spaß. Also, dadurch, dass ich halt lange nicht mehr richtig aufgenommen habe, besonders über meinen eigenen Kanal, gefällt mir das gerade eigentlich ganz gut. Ich sehe gerade ein bisschen zu wenig Holz. Verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht permanent auf das Ding jetzt hier gucken kann, also auf den Chat. Also, ich muss manchmal hier immer ein bisschen hin und her gucken, dass ich jetzt nicht allzu sehr gegen... Corny und Dingens verkacke. Ne, die kriege ich nicht fertig. Kalb bringt mir nix. Ah. Gehen wir mal da unten in der Ecke schauen, ob da was ist. Das Haus brauchen wir jetzt als nächstes, danach den Markt. Und dann schauen wir mal weiter. Späßchen bitte. Was? Du Hater, haha, Späßchen bitte. Okay. Was willst du jetzt damit sagen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Haus haben wir jetzt, das haben wir. Jetzt können wir endlich den Markt errichten. Und danach als nächste Instanz gehe ich auf Blockhaus. Wobei die Husaren sind eigentlich schon ganz geil. Ich hätte gern... Ah, ich hätte das mir nicht holen müssen. War ein bisschen zu sehr abgelenkt, die Kosaken. Um den Gaius ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Nein, ich mache mir jetzt keinen Stress. Alles gut. So, die Überjacken brauchen wir auch noch, damit unsere Dorfbewohner einen Ticken mehr aushalten. Läuft eigentlich 19 Bauern. Das sollte passen. Jetzt mal nebenbei auch ein bisschen auf Gold gehen. Wie viel brauche ich? Ja, chill. Muss mehr Holz haben, bevor ich da groß Alchemie spammen kann. So, dann holen wir uns mal ein paar Kosaken. Und dann ist es schon wieder voll. Weg mir im Arsch. Da hat der Krieger jetzt doch noch sein Holz gefunden. Also, der Gaius. Okay, da haben wir... Basis von Gaius. Schauen wir mal alles an.
So. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht, die Sirenen da draußen. Dass das auf jeden Fall noch passt. So. Gleich habe ich genug Holz, dann kann ich schnell das Blockhaus hier in der Mitte hochziehen. Weil ich glaube... Ja doch, brauche ich hier. Und dann fange ich auch langsam an, schon mal eine Mauer Mauer? Nee. Wer braucht eine Mauer? Absolute Verschwendung. So, alles klar. Die ersten Truppen kommen schon mal. Dann holen wir uns mal die französischen Truppen, Bauern. Wobei die ein bisschen schwieriger sind, ne? Die haben ein bisschen mehr Life. Chat sagt gerade nix. Sehr gut. Da braucht man noch ein Haus. Bringe ich mal eine... Immer noch mein Background hier. So, zack. Nahrung brauche ich hier hinten nicht mehr. Ich brauche... glaube, ich brauche mehr Holz. Wobei, das sollte jetzt ja eigentlich grob passen. Das. 6 Stück. Ich müsste hier am besten noch ein Blockhaus errichten, ne? Dann kann ich darüber switchen. Okay, da kommt. Da kommt Armee. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal schon mal auch was nachbauen. Truppen kommen. So, wo haben wir sie? Da. Müssen wir es gleich da unbedingt hinbringen. Alles klar, du noch weiter dahin. Und jetzt doch mal langsam Mauer hochziehen. Also ich bin ja immer noch ein Freund davon. Auch wenn Gaius das nicht so ist. Ah, schauen wir mal, ob das was wird. So, zack, 3. Ihr reitet mal nach da. Die wollen rushen. Alles klar. Aber das kriegen wir schon hin. Das sollte schon gehen. So, schauen wir mal. Okay, weg, 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 weg. Ihr reitet mal so dahin. Und der hat das auf jeden Fall schon mal verhindert. Lass in Late Game kommen. Ah, entspann dich. Also ich bin immer noch ein Freund von Wellen. Meine Meinung bleibt dazu. Nahrung, 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 Nahrung da. Setzen wir mal dahin, dann kann ich die gleich abfarmen und dann kommen wir da weiter. Du bist zu weit gelaufen. Zack, zack, zack. Okay, Chatcore sagt nichts. Perfekt. Wo brauchen wir jetzt als nächstes? Das machen wir da, das machen wir. Perfekt. Also eigentlich... Ja, was willst du mir sagen? Genau vor denen laufe ich weg. So. Das sind nicht genügend Truppen. Okay, Gelb kommt mir zur Hilfe. Sehr gut. Nicht ansetzen. Ja, soll ich jetzt alleine abhauen oder was?
ziehe ich zurück. Keine Nahrung, keine Nahrung. Okay. Dann müssen wir jetzt mal weiter gucken, wie ich jetzt hier besser zu Nahrung komme. Das haben wir weg, das haben wir weg. Also. Ja, komm. Ich benutze die mal. Also hier die Büffel auf jeden Fall. So, zack, erstmal Weg. Wegpunkt nach da. Wegpunkt nach da. Okay, das passt. Gold haben wir jetzt auch genug. Wir brauchen eigentlich straight nur Nahrung, ne? Ja. Ja, ja, ja. Die sollten wir jetzt ja gleich ja hier bekommen, also sollte das auch passen. Gucken wir mal, wo der Gegner hier ist. Um den doch eventuell ein bisschen zu locken. Wo ist er denn? Der ist nicht mehr da. Mein Gott, sind die unentspannt, die Jungs. Okay. Die Mauer muss ich jetzt gleich theoretisch noch durch. Lass mal lieber. Zieh ich jetzt nicht komplett durch. Das rasten die ja noch mehr aus. Nahrung fehlt mir immer noch. Da ich nicht unbedingt nach hier gehen will für den Nahrungsabbau, müsste ich langsam, glaube ich, auch schon auf Mühlen gehen. Ja, mache ich. Ich breche ab und gehe jetzt direkt hier auf Kosaken. Das passt. Um dann halt schnell weiter abzugraden. Ja, ich komme. So, haben wir mal den Speer da weg. Den Speer brauche ich jetzt mal wieder gleich an der Basis, weil ich will gleich auf jeden Fall das Dorfzentrum bauen. Okay, passt da auch. Wird das Ding hier weitergebaut? Nee, wird nicht weitergebaut. Also ich will auf jeden Fall meine Mauer gleich fertig haben. Auch wenn die das nicht wollen. Das ist einfach, wie ich es lieber habe zu spielen. Das haben wir gleich fertig. Wir sind gleich im nächsten Age. Dann, wenn wir nächstes Age sind, will ich gleich auf jeden Fall ein paar Opritschnikis spielen. Um da ein bisschen was voranzukommen, also beziehungsweise um den ein bisschen weiter zu ärgern. So, zack. Und direkt zur Kirche, verwestlichen, wunderbar. Warte jetzt noch mit den Kosaken auf meine 10 Opritschnikis und dann sollte die Sache laufen. Okay, wir verbessern die Kavallerie direkt. Weil ich will auf jeden Fall damit ein bisschen harassen. Das sollte ja auf jeden Fall drin sein. Normalerweise funktioniert das beim Gaius. Hab schon ein, zwei Mal bei dem gemacht. Okay, die Nahrung ist gleich auch futsch. Dann wird das jetzt komplett hier drauf gehen. Auf Felder. Gaius ist blau.
Dann sollten wir mal gucken, ob das bei dem eher funktioniert, da mal reinzukommen. Ich weiß, dass es nicht unbedingt fair ist, jetzt gegen einen schwächeren Spieler vorzugehen, aber mal gucken, was passiert. Zack. Nahrung fällt weg. Nahrung fällt weg. Dann holen wir uns direkt meine Truppen. Alles klar, so, zack. Stress. Stress. Lecker, lecker. Da gehen wir den Korni mal ein bisschen an die Substanz, ne? Okay, der hat hier mit seinen Häusern da was zugebaut. Mal gucken, wie lange ich brauche, um da was einzureißen. Holen wir uns da nochmal ein paar Pritschnikis. Dann sind wir mal da drin. Mal gucken. Okay. Wirtschaft stärken. Dann machen wir den Fortwagen mal weg. Sehr nice. Nee, das wird nichts mehr. Alles klar. Gold, zack. Ich glaube, das sollte den Ding jetzt ultimativ alles mal nerven, was ich da jetzt unten schon gemacht habe. Mal gucken, ob es funktioniert und Steve ein bisschen stresst. Ich hoffe es. Und ein bisschen die Meinung mal meiner, nennen Sie es mal Mitkameraden hier, erhöht von mir. Dass ich jetzt nicht eine Vollkatastrophe für die bin. Okay, ich brauche immer noch Nahrung. So, dann gucken wir mal. Der hat ja eben... der war da gerade eben dran. Und da sind wir wieder. Schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Mal gucken, wie schnell das Dorfzentrum down geht, ob der da überhaupt noch was nachbekommt für. Es könnte funktionieren. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dorfzentrum haben wir gebaut. Ja, ne? Lübt. Es lübt, würde ich sagen. Dann geht mal bauen und du hast irgendwie hier nicht gebaut oder so? Keine Ahnung.
Corny ist raus. Okay. Fand er nicht gut. Das tut mir auch leid dann gerade für den. Aber er ist halt aktuell gerade das beste Ziel gewesen. Weil bei Grün, hier bei dem Wall, sehe ich noch nicht so, dass das funktioniert. Also, da beiße ich mir die Zähne aus. Okay, das habe ich. Okay, den haben wir. Ich weiß halt nur nicht, ob der jetzt so gegangen ist, aber ich eigentlich normalerweise nicht. Normalerweise ist er ein echt hartnäckiges Kerlchen, ne? Vielleicht ist er jetzt hier noch im Stream. Nee, hat nichts geschrieben. Hätte er jetzt sagen können, ey, ich bin jetzt bei dir. Mal gucken. Das, okay. Da können wir nochmal hin. Drei Stück schicken wir mal hier hin. Mal gucken, ich kann auf jeden Fall mal ein bisschen was verkaufen. Bauen wir mal ein bisschen was nach. Der zieht hier noch eine zweite Mauer nach, also brauche ich die jetzt gar nicht. Nee, brauche ich die gar nicht upgraden. Das macht keinen Sinn. Da spare ich mir lieber das Gold für den nächsten. Das nächste Upgrade. Bridge Niki hole ich mir. Und dann gehen wir gleich mal gucken, wenn ich noch ein paar mehr von den Jungs habe, ob ich nicht schon wieder was noch mit damit erreichen kann. Sehr gut, so, zack. Ach, obwohl, wir fragen ihn gleich einfach, ob er rausgegangen ist oder gelieft ist. So, das habe ich. Sehr gut. So, Das habe ich. Jetzt haben wir gleich die nächsten Oprichnikis. Okay, das war das Holzabbaukommando, nenne ich es jetzt mal. Und ihr geht jetzt mal nach da. Eigentlich brauche ich das hier nicht mehr, ne? Okay, so, die nächsten Opritschnikis sind fertig. Lol, bitte wird zensiert. Was für ein Quatsch. Ja, dann sollte das eigentlich ganz gemütlich. Es tut mir leid, Leute. So, dann schauen wir mal, wo ich hier was erreichen kann. Ich versuche jetzt am besten den Lilanen rauszukicken. Weil hier glaube ich nicht, dass wir reinschaffen. Ich mache es mal nebenbei mal ganz kurz mal muten, weil sonst werde ich hier gleich ein bisschen sehr hart gestört. So.
Go back? Nein, ich will es auf jeden Fall jetzt mal irgendwann noch zu Ende bringen. Okay, so. Lange spielen, also. Ja, schön und gut. Wenn Corny nicht raus wäre, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, kann man machen. Aber durch dass Corny raus ist, sehe ich jetzt gerade nicht den Sinn, das hier alles noch hinauszuzögern. Okay, so, obwohl, Moment. Erstmal verbessern. Ich habe viel zu viel von dem anderen Zeug und viel zu wenig von... Also bin ich jetzt da reingekommen, habe nur Dorfzentrum kaputt gemacht und Eco nichts bekommen. Okay, machen wir hier nochmal ein paar Tore rein. Passt. Dann sollte ich mir jetzt mal ein paar Fabriken schicken können, um da vernünftig voranzukommen. Jetzt gucken wir mal nebenbei. Das war's mit Corny. Schon stark, die Kosaken. Ne, das waren keine Kosaken, das war nur Pritschniki. Also... Am Anfang waren ein paar Kosaken bei, aber es waren größtenteils Opritschniki. So, schicken wir die noch dahin. Dann haben wir 5. Sorry, dass ich das noch nicht früher gesehen hatte. Also versucht er jetzt da auch vorzurücken. Okay. Sollte ich doch mal... Eine Mauer ist halt nicht eine äußere Mauer, also... Pff. Weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche, aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist hier... Wo habe ich ihn? Hier, hier noch das. Da mal zwischen eine Mauer ziehen. Da habe ich keinen Nerv drauf, dass sie gleich einfach durchrushen. So. Tech läuft, das läuft, das läuft. Sehr gut. Hauen wir da mal nochmal was raus. Und die nächste Fabrik hinterher. Und dann sollte das eigentlich alles laufen. Stufe 4, Stufe 4. Ja, die sind noch Stufe 3. Also die haben die letzte Chance noch. Na, die sterben jetzt. Swati, ja, die machen Flächenschaden und... Oder aber ich guck nochmal. Ich meine auch, dass die Flächenschaden machen. Sollte hier stehen. Da. Ne, Belagerungseinheit. Auf jeden Fall sind die übel stark gegen Bauern. Ne, steht aber nichts mit Flächenschaden irgendwie. Gut, egal. Dann werden wir mal einfach hingehen und den... Das nächste Mal ärgern, auf uns auf den Plan rufen. Während die hier beschäftigt waren. Okay. War wohl doch nicht. Okay, ihr geht einfach mal die Tiere jagen.
Ist jetzt gerade nicht so spannend, was jetzt hier kommt. Gold machen wir jetzt eigentlich auch mehr als genug, wenn die nächste Fabrik durch ist. Also sollte das da passen. Ich versuche jetzt mal... okay. Die produzieren Truppen hier. Gucken wir jetzt mal. Ich könnte aber... auch die Indianer mir mal holen, wollte ich gerade sagen. Weil je nachdem bringen die mir noch ein paar... ja, hier, die Comanchen hätte ich mir holen müssen. Die bringen auf jeden Fall Kavallerie-Boni. Ah, okay. Das war jetzt... ja, wie gesagt, darauf habe ich ja geantwortet, ne? Okay, gucken wir uns nochmal hier an. Hier hätte ich jetzt einfach direkt wieder reinreiten können. Aber... Alter, krass. Normalerweise macht der Gaius sich nicht so verbunkern, aber... hier hat das mal ausnahmsweise doch getan. Interessant. Mal gucken, ob der mich jetzt gleich runterzieht. Ich gucke mir jetzt mal ganz kurz noch die Statistik an. Da bin ich wieder geboomt. Warum auch immer. Schauen wir mal. Ja, Militär. Okay, dann ist das tatsächlich dieser Tech immer einmal. Ne? Diesen 2500er Reformation. Der da übelst reinschlägt. Untätige Dorfbewohner. Gucken wir uns jetzt mal nicht an Rohstoffe. Aber da war ich eigentlich mit allen relativ gleich aus. Bis auf Dominik, der war ein bisschen besser. Wobei ich hier den Abstand verringert habe. Akorni ist halt relativ da um Dümpeln gewesen. Stralion, ja, okay. Nicht Gesamtbevölkerung, Bewohner, Dorfbewohner. Ja, hier bin ich ein bisschen gleich geblieben, habe ein paar verloren, aber das war ja egal. Ja, Corny habe ich leider ein bisschen hart getroffen. Das tut mir ein bisschen leid für den. Und die hatten leider, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch sein Level ist, aber der ist hier anscheinend auch schon mal, oder war ich das? Weiß ich gerade da nicht. Die Osmanen haben auch so krasse Kavallerie wie die Safis. Okay, ich habe die Osmanen noch nie gespielt. Und ja, GG, auf jeden Fall. Militär. Gucken wir uns das mal an, hier in der Teamstatistik. Rot bin ich, oder was? Und ja, okay. Die waren uns hier sogar mal eine Zeit lang überlegen, aber danach, ja, war vorbei. Ja, punktzahlmäßig, hier explodiert. Ja, da konnte der Gaius nichts machen. Wir haben die zwei halt viel zu sehr klein gehalten, dass der was alleine hätte ausrichten können. Ja, okay, schön. Mal gucken, ob der mich jetzt hochzieht. Der Gaius. Ach, egal. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich schreibe den mal lieber bei Dingens. Zack, zack, zack. Er hat mich eingeladen. Ach. Ah, da ist er wieder. Willkommen zurück. Ja, hallo. Also, bist du rausgeflogen? Das oder? Jetzt... es lief auf jeden Fall nicht... nee, er hat aufgegeben. Es lief auf jeden Fall nicht. Ich habe aufgegeben. Ich war down. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte auch irgendwie ein bisschen Mitleid mit dir, dich rauszunehmen. Ach, alles gut. Ich war das leichte Opfer. Ja, ich hab halt, das erste Mal wollte ich eigentlich hier Richtung, halt Gaius gehen, aber das war halt schon etwas stärkerer Widerstand. Ich kann dir zwei Gründe geben, warum du genau rechtzeitig kamst. Erstens, ich hatte nur eine einzige Herde mit 4 Bisons und die nächsten waren dort, wo du mich später geradet hast, ja? Das waren die nächsten, da muss ich hinlaufen. Ja gut, so, ich hab dein Dorfzentrum auch kaputt. Zweitens kam dann der Angriff von Out of Connection, wo ich keine Chance hatte, mich zu mehren, weil ich noch nicht so weit war, Musketen rauszuhauen. Ich bin ganz kurz und weg, gleich wieder da. Hatte keine Möglichkeit, mich zu schützen. Und dadurch hatte ich nie eine gute Eco gehabt, was Nahrung betraf. Ich habe es mit Ach und Krach noch geschafft, in die dritte Epoche rein zu Egon, also rein zu Agent, aber ansonsten, da war es Ende. Also, ich hatte Pech und du kamst genau zum richtigen Moment, um mich platt zu machen. Das ist wunderbar. Hab ich gut getimed. Also, direkt vorher hat Out of Connection mich angegriffen, hat mir alle meine Musketiere gekillt. Alle. Da kamst du. Ich weiß jetzt gerade nicht den anderen Spieler, den ihr dabei hattet. Ist der auch die ganze Zeit so tief runtergehalten worden?
Ich weiß gar nicht, was da los war. Also da habe ich echt nicht drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, dass er mal 50 Musketiere hatte und dann waren die weg. Okay. Die anderen zwei Jungs wollten das Spiel jetzt eigentlich auch noch in die Länge ziehen. Die wollten halt nicht angreifen. Ne? Da hatte ich jetzt auch geschrieben gehabt, dass das halt ein bisschen doof ist. 2 gegen 3. In die Länge ziehen. Die wollten eigentlich, die hätten euch schon die ganze Zeit längst platt machen können. Ja. Dachte ich mir auch. Jetzt denk mal daran, ins richtige Team reinzugehen. Ich bin schon Team. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch schon Team 1. Ja, gut, ich hab's nicht gesehen. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Aber oh, auch mal interessant, einfach mal hier gegen Gaius. Haben die mal hier zwei Seiten gehabt. Also Swati ist direkt rüber gehüpft und Darknack. So, auch. Da bin ich auch schon wieder. Hallo. Grüße gehen raus, Leute. Ich meine, 720 ist auch kein HD, doch ich dachte 720p ist HD. 720 ist HD. Ja, eben. 720p ist HD ready, sagt man dazu. Und Koson hat richtig gestellt, meine aufgenommenen Videos sind immer 1080p. Also meine aufgenommenen Videos sind alle Full HD. Aber es liegt daran, dass ich mit einem anderen Programm aufnehme, als ich live streame. Aber man müsste mit OBS auch Full HD live streamen können. Ich weiß nicht, woran es bei mir liegt, dass es nicht geht. Aber an alle Leute, die jetzt gerade relativ frisch dazugekommen sind, ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr noch nicht bei Gaius abonniert habt, mal den Abo-Knopf drücken. Oder könnt auch gerne mal bei uns vorbeischauen. Das würde, genau, nicht nur dich, das würde auch mich und André freuen. So sieht's aus. Okay, jetzt ist die Frage, ich hoffe es so sehr, dass es nicht laggt wegen Kapitän, aber von den Teams wäre es fair, oder? Ja, denke ich auch. Wir müssen halt mal, du musst mit deinen Herden mal ein bisschen Glück haben, dann haben wir eine Chance. Ja, ich kann halt nicht immer gewinnen, Gaius. Wir machen jetzt noch ein 3 vs. 3, Dominik, würde ich sagen, und danach danach probieren wir mal ein 4 vs. 4 und hoffen, dass es nicht laggt, dann können noch mehr Leute mitspielen, würde ich sagen. Ja, ich muss nur kurz eine Minute kurz nur weg, ich bin sofort wieder da. Alles klar, kein Problem. Hallo Merowing, Grüße gehen raus. Und ich schaue nochmal ein bisschen in die Kommentare. Ich finde es ja super, dass ihr so aktiv gerade seid, sowas freut mich immer. Das ist echt schön. Habe ich eigentlich irgendwas verpasst? Wenn ja, dann könnt ihr jetzt mir nochmal schreiben. Dann lese ich es auf jeden Fall.